Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Decent 3 Let's Play. Und ja, wir haben jetzt Level 3 abgeschlossen. Ja. Alle Ziele diesmal erfüllt. Und 118 Mal haben wir geladen. Ja, ne? Ja, so ein Load Game Counter ist auch mal interessant, ne? Hat auch was, ja, durchaus. So. Ich hoffe, der nimmt jetzt auch wieder alles richtig auf und so. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, ne, bei diesem komischen Spiel. So, weiter. Mission erfolgreich. Hervorragende Arbeit. Und Dravis hat keine Chance gegen diese Beweise. Ja, jetzt wollen wir Dravis am Kragen. So. So, jetzt sind wir in Level 4. Zeit der Abrechnung. Wir dachten, Sie würden das Beweismaterial gerne selbst zu Suzuki bringen. Suzuki? Was hat das Motorrad hier jetzt? Also wir sollen jetzt Beweismaterial zum Motorradhersteller Suzuki bringen, anscheinend. Ob die irgendwas damit anfangen können, was Dravis so verschmutzt hat? Naja. Sei es mal dahingestellt. Okay, lassen wir die Scherze weiter geht's. Wir bringen sie nach Seoul. Ihr Kampfschiff wird möglicherweise als feindlich angesehen. Daher werden wir sie in einem U-Bahn-Tunnel absetzen. Geben Sie auf die Polizeiroboter, die die Stadt beschützen, Acht. Polizeiroboter, oh Gottes Willen. Es gibt also auch noch Bullen. Bullen im Weltraum, sehr geil. Fliegen Sie zum Turm der PTMC und liefern Sie das Beweismaterial ab. Kommen Sie danach auf jeden Fall zur roten Akropolis zurück, damit wir erfahren, was geschehen ist. Ja, dann klicken wir mal auf dieses tolle Pfeilchen. Was, das war's schon? Keine neuen Robots? Na. Erde, Seoul, Korea. Ach, wir sind auf der Erde jetzt, in Korea. Spiegelmeldung an Okay. Empfang. Ja, mal kurz speichern und dann machen wir uns mal wieder schöne Grafik, ne? 4. Ich. Ah, ja. Ja, komm, das. Hallo? Das ist ein Gammel hier. Der lässt mich hier nicht mehr zurückmachen hier. Verbuggter Bullshit hier. So. So. Darf ich das jetzt bitte speichern? Dankeschön. 32. Ich So. setze die Beagle zum Aufladen Und dann der sehen wir uns gleich Energiezellen ab, wieder. Bis während Sie dann. sich mit Suzuki treffen. So, und hier sind wir wieder in hübsch da. Und schade, dass der jetzt. Das habe ich. Das ist doof. Ich habe eigentlich erwartet, dass er beim Laden trotzdem dieses Sprachdingsbums da, die ja, weiterführt. Normalerweise macht er das auch. Also beim letzten Level hatte er das weitergemacht. Scheiße, weiß ich gar nicht, was der jetzt angesagt hat. Das ist schade. Na gut, tut mir leid, dass ich das euch das vorenthalten habe. Kann man das aufmachen? Nicht. Nicht. Na gut. Nehmen wir es mal so hin. Okay, weiter geht's. So, was haben wir hier? Nix. Dö-dö-dö-dö-dö. Ja, ganz ungehalten mal durch. Na? So. Was haben wir da? Und was ist da drüben? Da ist eine Rakete, glaube ich. Nee. Ein Arschbrennerkühler. So. Damit der Arsch nicht mehr so doll brennt, ne? Wird er gekühlt, ne? Ah. Uah! Uiuiui. Was war denn das? Das ist aber eine sehr schnelle. Oh, Bahn hier. Oh Gottes Willen. Hilfe, das ist
Die Bahn, die hat es aber ganz schön zugelegt mit ihrer Geschwindigkeit. Oder das muss man ja mal lassen. Oh, ich kann schon wieder nicht schreiben hier. Was will denn das immer? Hast du das? So. 2. Na, endlich. Wie soll ich jetzt rüberkommen, ohne dass mich das jetzt kaputt macht? Ah, das ist ehrlich. Das hat was. Okay. So. Dann müssen wir da jetzt ja irgendwie rüberkommen, ne? Vermute ich mal. Oder sollen wir die Bahn... Was ist überhaupt unser Auftrag? Ich weiß das gar nicht. Haben wir ja schön nicht gelesen, nicht mitgehört, ne? Ich weiß es gar nicht, was ich machen soll. Ach ja, wir sollten irgendwelche Beweise liefern, ne? Hm. Okay. Uiuiui. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwie durch müssen, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Aber man könnte sich ja vorstellen, dass man in entgegengesetzte Richtung muss. Wow. Ja. Ja. Wäre das ehrlich gesagt oben lieber gewesen. Ist auch noch nicht so recht, wo ich längs muss. Das ist das Hauptproblem dabei. Wow. Was ist zur Hölle? Ich glaube, ich bin hier doch richtiger. Hm, ich speichere das mal hier. Und ich glaube, den einen Dreier lasse ich noch da, damit ich vielleicht das nächste Mal oder... Ja, das nächste Mal am besten zeigen kann und auch selbst nochmal sehen kann, was da am Anfang gesagt wird, ne? Irgendwie interessiert mich das schon. Und warum... Was ist denn jetzt wieder los? Ach du! Deswegen kann ich mich nicht bewegen. Ich bin ja nur neben einem Gegner, aber sonst ist hier nichts los. Ich finde das aber genial, wie die Gegner davon... Ah, herrlich. Es macht mir auch meine Gegner kaputt, das ist schön. Hat also auch was Positives an sich, aber hier ist kaum Musik, das stört mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Und auch schön... ja. Wir sollten abhauen. So, oh Gottes Willen. Das ist ja... Was ist das für eine Bahn? Ey, das ist doch keine normale Bahn. Das ist doch... Ich meine, ich bitte euch, so schnell fährt er nicht mal... So, hier müssen wir hin. Ach, was willst du denn jetzt? Du willst sterben, ne? Hat dich etwa der Zug erwischt? Einem das so gar nicht leid tut, ne? So überhaupt nicht eigentlich. So. Was ist da los? Müssen wir da weiter? Ist da noch? Ah, ich weiß es auch nicht. Boah, also da ist definitiv auch ein Zug. Das Level gefällt mir jetzt schon nicht, ey. Boah. Ja. Alter, ihr erschreckt mich immer voll. Dabei ist das doch eigentlich nichts mehr Neues, das uns das kaputt macht. Ja. Ich finde dieses Level ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Hinten komme ich auch nicht so wirklich weiter. Wow. Wie weit ich geflogen bin. Der Hammer, wie geil ist das denn bitte mal? Also da komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr geil, wie ich geflogen bin. Also das war... was stylisch. Was soll ich denn da bitte... Ja. Das ist sehr geil. Auch schön, wie da der Zug endet und dann, wenn der neue kommt. Ne, beobachtet das mal. Ja,
Ja. Das ist interessant, auf alle Fälle. So, weiß ich aber echt nicht weiter. Hier, Guidebot. Was nochmal? Ich mal raus hier und dann. Genau, lass dich auch mal vom Zug quälen. Ja. Was hast du vor? Ja, schön. Es ist herrlich. Der Guidebot ist hilfreich wie eh und je. So. Komme nicht so wirklich weiter, ne? Irgendwie. Irgendwie nicht. Und ich habe auch echt keinen Plan, was ich machen muss. Also da kann es ja nicht weitergehen, da ist ja Ende irgendwie. Ach verdammt, ausgerechnet, jetzt kommt der. Ich mag das Level nicht. Das ist scheiße schon wieder, ne? Der Afterburner taucht auch irgendwie nichts, ne? Kommt da noch einer? Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub es einfach nicht. Ich wollte mal gucken, ob hier noch was. Es ist so ein Scheiß. Auch nicht, ne? Nee. Es bringt uns auch alles nichts. Spiegelmeldung an MV1032. Ich setze die Beagle zum Aufladen der Energiezellen ab, während Sie sich mit Suzuki treffen. Der Firmenvorstand sitzt in dem großen Bürokomplex im Zentrum des PTMC Plazas. Bis später. So, hab den Anfang denn mal hier noch mit eingebaut. Ne? Dann brauche ich das nicht im nächsten Part machen. Und jetzt muss ich mal kurz meinen Spielstand wieder laden, dass wir mal kurz dann, ja. Dann mal nochmal versuchen, hier irgendwie weiterzukommen. Ich weiß aber noch nicht wie. Ehrlich gesagt, stehe ich hier ganz dick und fett auf dem Schlauch. Irgendwie schon. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Es ist scheiße, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt stehe ich hier mit meinem Glück. Tolle Wurst. Ich hab auch keinen Bock jetzt dauernd zu laden, weil das macht mir so viel so viel Arbeit nachher, das alles zusammenzusetzen. Wegen Videoencode und so, ne? Ja. Gut, der fährt nach da. Gut, also der links hatte ja nichts mehr zu bieten. Rechts kam ich auch nicht wirklich weiter. Wo muss ich denn jetzt hin überhaupt? Irgendeine Seite muss es ja weitergehen. Ein Scheiß. Da kamen natürlich wieder gleich zwei. Ich mag das Level nicht. Das ist langweilig und öde und scheiße. So ein Dreckslevel. Alter, geht's.
Vielleicht muss ich doch in die andere Richtung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich dieses Level so ziemlich aufregt. Gut. Müssen wir so irgendwie wieder zurück, ne? Oh, wie mies muss ein Level sein. Wow. Ach. Komm, ey. Ach, Leutchens, das ist doch scheiße. Nicht doch, hier muss ich links. Hier natürlich. Nach wie vor. So, speichern wir das mal auf ihn hier. Geil. Da kommt richtig Begeisterung auf bei diesem Level, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ah, hier scheint es aber tatsächlich mal weiter zu gehen, oder? Ach nee, jetzt sind wir ganz am Anfang wieder, ne? Ja. War zu erwarten. Ich versuche das dann mal mit da weiter jetzt. Noch ein zweiter? Ja. Ach. Das ist so. I hate it. So, nu. Ist auch unfassbar, wie langsam das fliegt, das Schiff, ne? Wahnsinn. Jetzt kommt der Doppelzug, sehe ich das richtig? Nein. Wenn der Doppelzug kommt, dann nutze ich meine Chance. So. Und hier geht's auch nicht weiter. Ich das. Ja. Wisst ihr was? Dann werde ich jetzt erstmal diesen Part ein bisschen kürzer belassen. Ich versuche rauszukriegen. Ja, wie man denn hier weiterkommt. Vielleicht hat ja auch jemand noch einen Tipp, wie man hier weiterkommt. Wenn ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil ja, das ist mir einfach lieber, als wenn ich hier 1000 Millionen mal lade während Videoaufnahme. Ich versuche natürlich auch privat ohne Aufnahmen versuchen rauszukriegen, wo es weitergeht, aber über einen Kommentar, wie es weitergeht, bin ich natürlich nicht undankbar. So. Aber hiermit mache ich jetzt erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.